2025 könnten wir den wohl größten Krypto-Bullrun der Geschichte erleben. Die letzten Tage haben es gezeigt, seit Jahresbeginn hat Bitcoin fast 100% Gewinn realisiert. Vieles deutet nun auch darauf hin, dass nach dem Halving 2024 ein enormer Bullrun entstehen könnte. Im heutigen Video gehen wir mal darauf ein, was für Preise das in diesem Bullrun möglich wäre. Also, viel Spaß beim Zuschauen. Hey Blockchain und Krypto-Freunde, herzlich willkommen zurück auf dem Safe & Crypto Channel. Ich bin Marco und führe euch sicher durch die Welt der Kryptowährungen. Jedoch heute geht es mal weniger um die Sicherheit beim Krypto-Space, sondern eher um die Rendite, um das Potenzial. Wie eingangs erwähnt, denke ich, dass 2025 der größte Krypto-Bullrun aller Zeiten bevorsteht. Ja, was sind die Gründe, dass ich das denke? Es kommen viele Dinge im Moment zusammen, welche eine Befeuerung des Kryptomarkts begünstigen können. Beispielsweise zurzeit die ganzen Anträge für Bitcoin-ETFs, sei es von BlackRock zu 21Shares, Vanguard, alle großen Investmentgruppen möchten einen Bitcoin-ETF lancieren. Zusätzlich haben wir eine spezielle Marktphase, die Zyklen. Sollten die Zinsen wieder gesenkt werden, sollte der Markt wieder mit Geld geflutet werden, dann wird sich das auch sehr auf den Kryptomarkt auswirken und ihn befeuern. Ein weiterer Grund, den ich jedoch nicht mehr so als relevant erachte, ist das Halving. Jedoch auch das Halving kann nochmal einen Grund dazu liefern, dass der Bullrun 2025 startet. Das Halving sollte im April 2024 vonstatten gehen. Nach diesem Halving werden die Bitcoin-Miner nur noch die Hälfte an Rewards generieren. Um besser zu verstehen, wie sich die Zyklen im Kryptomarkt verhalten, möchte ich nun jetzt umschalten und euch mal den 200-Week Moving Average Chart des Bitcoin zeigen und euch anhand dieses Charts die Zyklen näher bringen, die wir im Kryptomarkt immer durchlaufen. Also, da sind wir nun, der 200er Weekly Moving Average. In diesem können wir gut erkennen, wie sich die Zyklen von Bitcoin verhalten haben. Und wir können an diesem gut erkennen, wo wir in diesem Zyklus jeweils stehen. Wenn wir dies nun betrachten, sehen wir den Start von Bitcoin 2012, also die Skala geht nur von 2012 weg. Bitcoin wurde 2008 gegründet. Und der erste Bullrun war 2013. Dort kam Bitcoin auf einen Preis von rund 1000 Dollar. Dann kam der Bärenmarkt und nach dem Bärenmarkt kam der nächste Bullrun. Dieser endete rund 2017, Ende 2017 mit einem Preis von rund 16.500 Dollar. Darauf folgte wieder ein markanter Absturz, wo wir wieder im Bärenmarkt landeten und wo wir nachher im Jahr rund 2021 gegen Oktober wieder einen neuen Höchststand bei Bitcoin erreicht haben. Dieser neue Höchststand war dann rund 63.000 Dollar. Nun sind wir wieder im Bärenmarkt, jedoch seit Anfang des Jahres hat sich Bitcoin schon richtig gut erholt. Er konnte schon über 100% wieder gut machen und wir stehen jetzt rund hier. 2024 im April ist das Halving und wenn wir
anhand der Zyklen wieder berechnen, wann der nächste Bullrun kommen sollte, der immer quasi wie das Halving im 4-Jahres-Rhythmus geschieht. Dann sollten wir den nächsten Bullrun circa Ende 2025 erreichen. Nun möchte ich noch darauf eingehen, wenn wir die Spitzen anschauen. Wir sehen von $1,000 zu $15,000 eine Verfünfzehnfachung, kann man sagen, von einem Bullrun-Top zum anderen Bullrun-Top. Dann, das schwächt sich natürlich immer ein wenig ab, umso größer die Adaption ist, umso mehr Leute in den Kryptomarkt einsteigen. Jedoch konnten wir von 16.000 dann nochmal auf 63.000 gehen, was circa eine Vervierfachung wäre. Circa. Ich schätze daher, vom Top dieses Bullruns zum Top des nächsten Bullruns 2025 gehen wir mal nicht die unrealistischen Prognosen ein, sondern eine realistische Prognose von ungefähr $133.000 bis $150.000 für Bitcoin. Das wäre so eine realistische Prognose. Wenn sich natürlich die Zyklen wieder wiederholen. Das garantiert uns niemand. Niemand kann uns sagen, dass die Zyklen genau gleich verlaufen wie die letzten Male. Jedoch bin ich überzeugt, anhand der ganzen Situationen, die aufeinandertreffen, könnte dieser Bullrun sogar noch größer werden und wir könnten sogar noch höhere Preise sehen. Aufgrund dieser Annahme von Bitcoin habe ich auch eine Annahme für weitere Kryptowährungen getroffen und das schauen wir uns jetzt mal zusammen genauer auch an. Hier sind wir nun auf meiner überarbeiteten Prognose. Ihr könnt sehen, ich habe Bitcoin aufgenommen, Ethereum, BNB für Binance Coin, XRP Ripple, Solana, Cardano, Tron, Chainlink, Polygon Matic, Polkadot, Avalanche, Stellar, Hedera Hashgraph, Internet Computer und Algorand. Wenn wir die einzelnen Positionen durchgehen, habe ich jetzt die Annahme getroffen bei Bitcoin, wo wir zur Zeit des Videos bei 33.500 Franken stehen, dass wir einen Anstieg von 400% haben, eine quasi Vervierfachung des Wertes. Bei Ethereum bin ich von einer Verfünffachung ausgegangen, dass wir 2025 beim Bullrun Top auf 9.250 Franken kommen, dann beim BNB Coin auch rund die Verfünffachung, dann XRP Ripple eine Verneunfachung auf rund 5.50 Franken pro Coin, bei Solana eine Verachtfachung, wo wir auf 430 Franken wären, bei Cardano eine Verneunzehnfachung. Cardano hatte im letzten Bullrun einen riesigen Schub. Es könnte sein, dass sich dies wiederholt, muss aber nicht. Tron habe ich jetzt sehr verhalten eingestuft mit einer rund Verdreifachung, etwas weniger. Dann Chainlink, da hatten wir eine Verzwölffachung, Polygon eine Verzweiundzwanzigfachung, Polkadot das 15-fache auf 80 Franken, Avalanche kommen wir auf eine Verzehnfachung auf rund 177 Franken. Stellar Lumens wäre eine Verelffachung auf 1.25 Franken. Hedera Hashgraph, sehr ambitioniert, eine 43-facher Anstieg auf 2.40 Franken. So auch der Internetcomputer auf 185 Franken. Wobei man sagen muss, dass dieser auch schon weit über 500 Franken Wert hatte beim Einstieg, beim Start dieses Coins. Und dann hatten wir da noch Algorand, wo wir rund auch eine Ver48-Fachung angenommen haben. Im Schnitt nehmen wir jetzt an, diese 15 Kryptowährungen haltet ihr in eurem Portfolio.
ergibt das einen Schnitt von rund 1750%. Das bedeutet rund eine Versiebzehnfachung eures Kapitals. Also wenn ihr jetzt einsteigt, würdet ihr mit zum Beispiel 10.000 Franken rund 175.000 Franken im Bullrun Top generieren. Ich möchte hier wirklich eindringlich erwähnen, dass ich kein Finanzberater bin, dass dies nur meine Meinung widerspiegelt. Niemand kann in die Zukunft schauen. Auch ich habe keine Glaskugel. Ich habe diese Werte grob angenommen anhand der Verläufe der letzten Bullruns, der letzten Marktzyklen. Und jeder sollte seine eigene Meinung bilden, seine eigene Recherchen machen. Und natürlich ist dies keine Finanzempfehlung und ihr solltet auch nicht unbedingt genau in diese Coins investieren. Es ist einfach eine Annahme, um einmal aufzuzeigen, was möglich ist. Und was denkt ihr zu meiner Prognose? Lasst doch mal in den Kommentaren eure Meinung dazu da. Was denkt ihr? Was kann Bitcoin 2025 für einen Preis erreichen? Was ist möglich? Denkt ihr, meine Prognose ist übertrieben oder realistisch? Was ist für euch eine realistische Prognose? Ich hoffe, die Marktzyklen konnten euch einen Einblick geben, wo wir stehen. Ihr solltet nun erkennen, dass wir noch immer am Anfang stehen, dass wir zurzeit im Bärenmarkt sind, dass ein Einstieg immer noch Sinn macht. Steigt nicht erst ein, wenn alle dieses Thema hypen, wenn es überall in den Nachrichten kommt, weil dann ist es zu spät, dann ist es Zeit auszusteigen. Ich hoffe, dieses Video hat euch einen Mehrwert geliefert. Gebt dem Video doch jetzt ein Like, dass sich das Video bei YouTube verteilt, dass immer mehr Leute sich meiner Community anschließen, dass wir einander da helfen können. Und natürlich würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Falls ihr euch fragt, ja, wie sollte ich in Krypto investieren, kann ich überhaupt reich werden in Krypto, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr nun dieses Video von mir schaut. Und falls ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr gerne in den Kommentaren auch diese stellen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Safe in Crypto.